gerne zur Diskussion übergehen. Ich hatte Sie schon mal vorgestellt gehabt, Herr Schulz. Ich würde Sie als Einstieg gerne bitten, dass Sie kurz umreißen, was waren denn Ihre Arbeitsschwerpunkte in der FDP-Fraktion in der letzten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag als Einstieg? Und dann würde ich ja, zu weiteren Fragen übergehen. Ja, vielen Dank erstmal und Entschuldigung für meine Verspätung. Hat das Staatsunternehmen Deutsche Bahn zu verantworten. Ja, meine Schwerpunkte meiner politischen Arbeit waren nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern das war eigentlich vor 14 Jahren der Grund, warum ich in die FDP eingetreten bin. Denn im richtigen Leben, im ehrlichen Leben, bin ich eigentlich Internetunternehmer und war reichlich enttäuscht Ende der 90er Jahre, wie Politik das Internet nicht verstanden hat. Und irgendwann, ich war da Mitglied einer Expertenkommission für die TKÜV, Telekommunikationsüberwachungsverordnung, also einer der Vorläufer der Vorratsdatenspeicherung im Deutschen Bundestag als Vertreter der Internetbranche. Und nachdem ich da 2 Jahre drin saß, gegenüber von Leuten, die also penetrant nicht verstehen wollten, dass das widrig ist, dass das technischer Unfug ist, wirtschaftlicher Nonsens ist, irgendwann ja im Jahr 2000 der Kragen geplatzt und habe gesagt, ich muss auf die andere Seite des Tisches wechseln. Habe meine Firma verkauft und habe konsequenterweise dann bin ich der FDP beigetreten, um genau das dann zu tun. Saß dann kaum 9 Jahre später dann im Deutschen Bundestag neben den Leuten, die ich vorher auch schon nicht ausstehen konnte. Übrigens nicht die Parteifreunde, sondern die anderen. Und ja, ich habe dann in allen Ausschüssen, die sich mit dem Thema beschäftigen, nämlich im Innenausschuss, mich hauptsächlich mit dem Thema beschäftigt, im Unterausschuss Neue Medien als Obmann für die Fraktion und in der dann neu gegründeten Enquete Internet und digitale Gesellschaft, da auch wiederum als Obmann für die Fraktion, mich nahezu ausschließlich um das Thema Netzpolitik, wie wir es dann getauft haben, gekümmert. Also all das, was sich mit Digitalisierung und globaler Vernetzung beschäftigt. Und ja, das war also mein ausschließliches Betätigungsfeld im Deutschen Bundestag und ist es auch heute noch. Jetzt, wo ich wieder zurück in meiner Firma bin. Herzlichen Dank für Ihre Kurzvorstellung. Ich möchte gerne als Einstieg in die Diskussion eine Standortbestimmung vornehmen. Wir fahren in einer Kutsche ohne Dach und hoffen, dass es nicht regnet. So beschrieb Michael Hange letzte Woche die aktuelle Haltung zum Datenschutz in Deutschland. Michael Hange ist Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. In meinen Augen sehr ernüchterndes Bild. Herr Wagner hat sich ungeachtet der vielen Skandale so wenig bisher im Bereich IT-Sicherheit getan. Also was sich auf jeden Fall getan hat, ist, dass man jetzt auf einmal darüber spricht. Das hat man, glaube ich, vor ein paar Jahren noch gar nicht so intensiv getan. Aus unserer Sicht bei Deutschland sicher im Netz ist es aber dann auch so, dass, ja, abgesehen von den Diskussionen, sich nicht so viel getan hat. Es mangelt bei den Anwendern noch oft einfach bei dem Erfahren. Warum ist das gefährlich, was ich da jetzt mache im Internet? Und vor allen Dingen mangelt es auch daran, wie man diesen Gefahren begegnen kann. Da herrscht einfach ein großes Unwissen. Und wir haben auch ganz frische Zahlen, die wir Anfang Juni dann auch noch veröffentlichen werden, die auch zeigen, dass besonders im Mittelstand trotz fortschreitender Digitalisierung und eben der weiteren Verbreitung von Informationstechnologie auch in kleinen und kleinsten Unternehmen, dass Sicherheitsbewusstsein eigentlich auch rückläufig ist. Und das finden wir eigentlich auch ganz, ganz alarmierend, sodass die Diskussion, die wir jetzt auch seit einer ganzen Zeit lang führen, auf jeden Fall hilfreich ist, aber eben auch wiederum verdeutlicht, dass wir noch viel mehr dafür tun müssen, um den Nutzern zu zeigen, wie man richtig und verantwortungsbewusst mit den Technologien umgeht. Herzlichen Dank. Wenn ich jetzt die Betrachtung auf das gesamte Feld des Datenschutzes ausdehne, Herr Warbink, können Sie ebenfalls diese
skizzierte größere Sensibilisierung in Datenschutzfragen feststellen? Schwierige Frage. Klingt einfach. Ich hatte ja eben schon mal so ähnlich Ihre Frage dann auch so beantwortet. Es gibt natürlich immer mehr Leute, das ist auch eine Frage der Generation dann, die jüngere Generation ist da ja schneller mit drin als so die so meine Jahrgänge, die dann so als also die Neuen, die man ja Natives nennt, also die Eingeborenen in den digitalen System, da weniger Schwierigkeiten mit. Aber diese wachsende. Diese wachsende Kenntnis, jetzt habe ich noch mehr Bass in der Stimme, diese wachsende Kenntnis wird praktisch wieder ausgelöscht, dadurch, dass diese Intervalle, in der immer wieder neue Systeme eingebracht werden, und immer wieder ganz neue Lernphasen, diese Lernwellen, die da kommen, die werden immer kürzer. Also ich habe das vor einem halben Jahr mal gelesen, da hat ein Professor, Informatikprofessor aus Karlsruhe, auf die Frage, was ist denn in 5 oder 10 Jahren los im IT-Bereich? Da hat er dann gesagt, davon wissen wir so viel, wie tut endlich Amund von dem wusste, was wir jetzt haben. Mit anderen Worten, auch die Profis wissen nicht, was in den Tresoren der Firmen an Schätzen lagert. Und so eine Brille von, schönes Beispiel, die Brille von Google ist ein Multifunktionsgerät. Das kann alle möglichen Bereiche unseres gesamten Lebens mit beeinflussen. Und wer das Ding hat, kostet ja zurzeit nur 1.500, ne? Ist ja auch nicht ganz billig, der ist im Vorteil. Und da kann man dann so viel lernen über das Gerät. Derjenige, der dann, es hat den Vorteil, sagen wir es mal so, der Beobachter bleibt dann intelligenter als der Beobachtete. Ja, als, ja der Beobachter bleibt, ich meine, der Moment, ganz ins Reine. Derjenige, der beguckt wird, hat noch Zeit und muss sich wehren, wird skeptisch. Derjenige, der nur noch drauf guckt und das verarbeitet, was ihm dieses Gerät dann sagt, der verkümmert seine sämtlichen Kommunikationsfähigkeiten. Wir wissen ja auch, wenn man jahrelang nicht mehr gerechnet hat per Kopf, dann ist das weg. Und wenn Sie jetzt immer nur noch schreiben mit Schreibmaschine, also mit Schreibautomaten, die die Rechtschreibung selber hinbringen, ist das auch nicht mehr das Thema. Und in 10 Jahren kann auch in Deutschland keiner mehr einparken, weil wir dann überall den Parkassistent haben, der uns dann da reinschaufelt. Also das, was man nicht ständig wiederholt, wo man nicht darauf achtet, das verkümmert. Und das muss man wissen. Was möchte man verkümmern lassen? Das ist letztlich eine politische Entscheidung. Wie viel Selbstverkümmerung will diese Gesellschaft sich zumuten? Und je mehr ich mich auf Automaten stütze, und da ist die Brille nur ein ziemlich deutliches Beispiel, umso weniger bleibt für uns als Personen dann über. Kurze Nachfrage, ist denn überhaupt ein Bewusstsein vorhanden in der Bevölkerung, in welchen Bereichen überhaupt Daten gesammelt werden, die ganze Bandbreite an Bereichen? Bestes Beispiel vielleicht das Auto, was in Deutschland ja sehr geschätzt wird und da diese Unmengen an Daten, man braucht sich nur vorstellen, wenn die mal in die Hände von Versicherungen geraten. Was ist da? Das Problem ist nicht, dass man nicht das Bewusstsein hat, sondern die Information oder das Gefühl, da gibt es Umfragen. So 2/3 der Bevölkerung sagen, das ist ja alles toll, ist ja alles bequem, ist ja auch alles schnell, macht vieles einfacher und strengt nicht mehr so an. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, diese Überwachung und dieses ständige Speichern und so, das ist irgendwie nicht, das sollte eigentlich nicht so sein oder jedenfalls nicht so sein. Und auf der anderen Seite sagen die Umfragen, also einerseits ist es unangenehm und beängstigend so ein bisschen, auf der anderen Seite sagen sie, ja, aber es ist ja praktisch und wir machen das trotzdem. Und wir können ja sowieso nichts dagegen tun. Das ist so die Standardreaktion dann. Und da kann ich nur sagen, was passiert, wenn wir alle mehr oder weniger feststellen, da ist eine Gefahr, aber wir können nichts dagegen tun. Dann gibt es Leute, die gehen auf die Barrikaden. Das ist meistens ungesund und bringt wenig. Oder was macht man, wenn etwas da ist, was man nicht beseitigen kann, was einem aber Angst macht? Man verdrängt diese Angst. Man sagt, und wie verdrängt man? Das geht ja nicht einfach nur so, sondern man hat dann diese Idee, ist das denn wirklich so gefährlich, wie ich so eigentlich denke? Und dann kommt dieses, ach, hört man häufig, ich habe ja sowieso eigentlich heißt das ja, nichts zu verbergen. Ne? Und das ist sozusagen der Beleg für die Verdrängung. Und wenn Sie dann gucken,
was ist dann diese Beruhigung, die dann eintritt? Ne? Dieser kleine Selbstbetrug, den wir uns ja so kennen, so, das kennt man ja so vom Partner. Nicht? Also der, da hat man auch das Gefühl, irgendwie ist da was nicht in Ordnung, das könnte besser sein. Und dann, aber man hat das Gefühl, nach Jahren oder auch nicht, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut, aber es lässt sich auch nicht so richtig ändern. Haben wir ja schon oft genug probiert. Dann heißt, dann verdrängt man das auch, indem man sagt, naja, nächstes Jahr, wenn das und das ist, dann wird das alles besser. Ne? Und in dieser Situation sind wir heute. Und wir werden aus der Situation auch nicht rauskommen, weil ich mal annehme, dass die Industrie oder die IT-Wirtschaft, sagen wir es mal so, ist ja auch ein stark florierender Wirtschaftszweig, dass die immer wieder mit neuen Sachen kommen und die Brille ist ja nicht das Letzte. Dann kommt, es gibt jetzt also zum Beispiel so Aufsätze auf die Augen, auf die Retina, also auf die Augenhaut, da kann man den Blutzuckerspiegel messen. Oder Sie kriegen ein Armband, da wird Ihr Blutdruck und Ihr, was weiß ich, alles gemessen und das wird dann auch alles gleich zum Arzt gemeldet, damit der sich dann das dann Bild machen kann, obwohl das natürlich mit Medizin, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu tun hat. Das heißt also, die Technologie wird immer wieder neue Sachen bringen. Und ich sage das jetzt mal ganz provokativ und wir sind alle so bequem und machen das mit. Herzlichen Dank. Herr Schulz, was ist Ihr Eindruck, wenn sich Ihre vielen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern vor Augen führen, das als Abrundung der Statements? Ja, also erstmal will ich meinen Eindruck jetzt kurz von der Diskussion, die ich jetzt hier noch nicht ganz voll miterleben durfte, auch dazu was sagen, denn also da schwingt mir noch ein bisschen sehr viel Technophobie und Kulturpessimismus mit rein. Denn die Brille alleine, die ist es ja nicht. Ja? Also nur Fotos machen von jemandem, das ging vorher auch schon, das kann auch heute schon jeder, dafür braucht man nur ein Fotoapparat. Die Gefahr dabei ist eigentlich die Gesichtserkennung. Das ist das eigentliche Problem, die Aufhebung der Anonymität in der Öffentlichkeit. Wir haben gelernt, dass man in einer Großstadt, wenn man in eine fremde Stadt fährt, in ein fremdes Land fährt, sich dort mit Bargeld bezahlend anonym bewegen kann. In meinem heimischen Kreis, in der Familie oder in meinem Dorf, in der kleinen Dorfgemeinschaft, da gibt es keine Anonymität. Aber in der Großstadt, in der Fremde, gibt es diese Anonymität heute noch. Die Gesichtserkennung. Und dann gehe ich in eine fremde Stadt, in ein Lokal, in dem ich noch niemals war und werde an der Tür mit meinem Namen begrüßt und mein Lieblingswasser steht schon auf dem Tisch. Das ist die Aufhebung von Anonymität. Das funktioniert mit Gesichtserkennung. Da ist aber nicht die Brille dran schuld, sondern die Technologie Gesichtserkennung. Die Brille kann viele fantastische Sachen machen, sie kann Menschen helfen und ich glaube gerade auch wir als Liberale sollten etwas offener auch an Technologie herangehen und sagen, alle anderen haben Angst vor Technologie, wir suchen auch nach den Chancen. Und das sollte uns auch immer noch ein bisschen mitschwingen. Nicht alles, was neu ist, ist schlecht. Denn es gibt viele Errungenschaften und das Internet, übrigens gerade das Internet, ist für uns Liberale, für mich jedenfalls, die größte Erfindung, größer vielleicht auch als die Erfindung des Buchdrucks, größer als die Industrialisierung. Sie wird uns natürlich verändern. Sie wird die Gesellschaft, hat sie übrigens schon dramatisch verändert, wir merken es nur manchmal gar nicht. Und das bietet Chancen für alle, für Wirtschaft, für Bildung, für Forschung, für Demokratie vor allem. Und bei all dem, was da auch negativ mitschwingt, sollten wir das nicht vergessen und eher daran arbeiten, lasst uns die Vorteile, lasst uns die Chancen nutzbar machen für alle und nicht nur die Gefahren sehen, das machen die anderen alle schon. Wir wollen sie nicht ignorieren, auf gar keinen Fall. Ich bin viel zu sehr radikaler Bürgerrechtsliberaler, als dass ich die Gefahren für Privatsphäre, Gefahren auch für Demokratie nicht sehe. Aber lasst uns dabei immer auch noch die Chancen mit im großen Fokus haben. Und das ist genau das, was ich auch den Menschen, mit denen ich da auf der Straße rede, in solchen Veranstaltungen sage und spreche. Das ist genau der Punkt. Lasst uns beide Seiten sehen und die Chancen für alle nutzbar machen. Herzlichen Dank für dieses Technik-Plädoyer. Lassen Sie nochmal nachbohren. Wie ist denn dann die Reaktion der Bürger? Ist denn auch auf Ihre leidenschaftliche Plädoyer Offenheit da oder immer noch eine gewisse Skepsis beziehungsweise auch nicht so die Sensibilität für den Datenschutz? Das war ja eigentlich so der Kern meiner Frage. Ich wollte ja so die Standardsbestimmung vornehmen. Ja, wo stehen wir jetzt? Ist denn eine Empfänglichkeit für Datenschutz da? Wo musste jetzt noch nachjustiert werden? Das war eigentlich so der Kern meiner Frage. Wenn Sie da nochmal nachhaken. Also als jemand, der in den 80er Jahren gegen die Volkszählung auf die Straße gegangen ist, habe ich mich natürlich vor vier Jahren gewundert, dass ich damals in den 80ern Zehntausenden mit neben Zehntausenden auf der Straße war und dann jetzt vor 3 Jahren stand ich mit 3-4 Leuten, glaube ich, auf der Straße. Die Gesellschaft hat sich geändert. Ich glaube, dass wir in dem Wir entdecken das Internet, Go West,
Wir entdecken das Internet momentan in einer, ich sage mal, pubertären Phase sind. Das heißt, alles ist erlaubt, alles wird ausprobiert, keine Regeln werden beachtet, gesunder Menschenverstand ausgeschaltet. Es ist modern, sich auszuziehen, auf den Tisch zu hüpfen, volltrunken Fotos von sich zu machen und diese öffentlich zu machen. Ich glaube, dass, also vielleicht bin ich ja auch Idealist, vielleicht werden wir diese pubertäre Phase durch ein Erwachsenwerden, durch Anerkennen von Regeln auch überwinden. Das ist aber ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, den man nicht in Deutschland alleine machen kann, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Diese Pubertät des Entdeckens des neuen Landes müssen wir, des Neulandes, das darf man als Politiker gar nicht mehr sagen, ne? Das müssen wir wahrscheinlich gemeinsam machen. Und dafür gibt es weltweit ganz viele Bestrebungen, die das versuchen, langsam nach und nach zu entwickeln. Gab es schon mal? Es gab ja Regeln im Internet, lange bevor es das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, zum Beispiel die Netiquette, das Manifesto der Cypherpunks. Also es gab solche Regeln, auch wie man mit Privatsphäre umgeht. Die sind nur in Vergessenheit geraten, als dann plötzlich also die Dämme gebrochen sind und eine breite Masse plötzlich ins Internet schwemmte. Herzlichen Dank. Ich habe so rausgehört als Fazit, dass wohl eine gewisse Sensibilität vorhanden ist, auch diffuse Ängste vorhanden sind, aber es hapert offensichtlich noch am inneren Schweinehund, der überwunden werden muss, um auch tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen zum Datenschutz. Herr Wagner, zu welchen, ja, sagen wir auch für den Normalbürger, sage ich mal, umsetzbaren Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, IT-Sicherheit, raten Sie denn, kurz zusammengefasst? Gut, ich denke, dass das Erste, was da einem so einfällt, ist Verschlüsselung. Das empfehlen wir auf jeden Fall, insbesondere auch im Unternehmen. Für den normalen Verbraucher eine PGP oder S-MIME, das sind diese beiden gängigsten Verfahren. Diese also selbst umzusetzen, ist nicht so trivial, kann man aber gerne versuchen. Was aber schon verfügbar ist, zum Beispiel fürs Smartphone, gibt es dementsprechende Anwendungen, die bereits verschlüsseln. Also das ist ganz einfach umzusetzen. Da gibt es kleine Programme, die man sich auf das Smartphone laden kann und die ermöglichen eine verschlüsselte Kommunikation. Ist ganz einfach. Das ist schon mal ein Schritt, um der Überwachung so ein bisschen zu entgehen. Insgesamt sollte man aber sich einfach darüber im Klaren sein, was man denn da gerade tut mit der Technologie und im Internet. Ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass ich dieses Foto da online stelle? Das sind ganz oft also gar nicht mal jetzt technische Lösungen, die da im Vordergrund stehen, sondern einfach Verhaltensweisen und insbesondere bewusstes Verhalten. Überlegen Sie sich gut, braucht diese Firma, bei der ich jetzt was bestelle, mein Geburtsdatum wirklich? Ist diese und jene Zahlungsweise die allerbeste dafür? Muss ich das Online-Banking wirklich jetzt auf meinem Smartphone durchführen? Wir sagen, nur wenn es unbedingt sein muss, lieber zu Hause am eigenen PC. Verwenden Sie also verschlüsselte Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass oben in der Browserleiste das HTTPS steht. Das sind so ganz kleine Kleinigkeiten, mit denen man einfach schon einen gewissen Sicherheitsgewinn erreichen kann. Herr Schulz, Herr Barbing haben noch ergänzend kurze, einfach umsetzbare Ratschläge zur Verbesserung des Datenschutzes. Ich glaube, die Verantwortung liegt bei allen. Das kann man nicht so reduzieren. Alle haben direkt nach den Snowden-Enthüllungen danach geschrien, der Staat muss uns schützen. Ja, auch, sage ich. Ja, klar muss der Staat hier Vorsorge treffen. Und Verhandlungen mit den USA, mit Großbritannien sind zwingend erforderlich. Und da hätte man auch mehr machen können, als man bisher getan hat. Die zweite Verantwortung liegt, glaube ich, bei den Unternehmen. Die müssen ja, denen wir unsere Daten anvertrauen, auch unsere Daten schützen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Nämlich erstens, die Daten, die wir ihnen anvertrauen müssen, besser geschützt werden, sodass sie nicht von unbefugten Dritten, und das können Kriminelle sein, das können Staaten sein, das können auch kriminelle Staaten sein, dass der davor besser geschützt wird. Sie können aber auch zum Beispiel bessere Software entwickeln, weil bisher galt immer, und Sie haben das richtig angedeutet, entweder ist es sicher oder benutzbar. Eine Kombination von beiden gab es in der Vergangenheit nicht. Also wer mal PGP installiert hat, weiß das. Ja, das ist also jetzt nicht so einfach, dass man es mal eben so schnell nebenher machen kann und auch nebenher mal eben so schnell versteht.
Also da ist noch eine Menge zu tun und da können Unternehmen helfen, indem sie einfach bessere, einfache, zu benutzende, sichere Software entwickeln. Und das Dritte, klar, die Verantwortung liegt bei uns selbst. Ja, natürlich ist Autodiebstahl in Deutschland verboten. Nichtsdestotrotz sperren wir unser Auto ab, wenn wir es auf die Straße stellen. Es werden nämlich trotzdem Autos geklaut. Also, wenn meine Daten, meinen Hoheitsbereich, mein Haus, meine Festplatte, meinen USB-Stick verlassen, muss ich sie absperren. Verschlüsseln. Und das ist manchmal viel einfacher, als man dachte. Es gibt mittlerweile auch brauchbare, benutzbare Tools, die diesem Widerspruch, entweder ist es benutzbar oder sicher, auch widersprechen. Und da entwickelt sich eine ganze Menge. Dazu mache ich jede Menge Krypto-Partys. Das sind keine Partys, sondern Veranstaltungen, wo man darüber aufklärt, wie sowas funktioniert. Lade ich jeden herzlich ein, besuchen Sie eine Krypto-Party in Ihrer Nähe. Da kann man selber lernen, wie kann ich mein Auto absperren. Das wird Sie jetzt vielleicht ein bisschen wundern, aber ich stimme dem allen zu. Es ist bloß eben nicht genug und ich möchte den Schwerpunkt jetzt mal von der Technik wegnehmen. Wir sind diejenigen, die für uns erstmal verantwortlich sind. So ist das Menschenbild bei uns. Und wir machen es uns in vielen Fällen viel zu bequem. Die Jugendlichen neigen dazu, alles machen zu wollen, was ihre gleichaltrigen Peer-Leaders dann da also machen. Wenn der eine das Gerät hat, müssen es alle haben und so weiter. Und das gibt eine Sogwirkung und die ältere Generation, die kann das dann nicht verstehen und sagt dann, ach komm, hier hast du das Geld. Und so, es ist jetzt ja wieder gerade die Zeit der Konfirmation. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tablets und PCs jetzt wieder gekauft werden von dem heiß erkämpften Geld aus der Familie. Also da landet das und da fehlt einfach, es gibt diese Angebote, aber sie sind noch lange nicht immer aktuell und sie sind auch noch nicht in allen Fällen so weit handhabbar. Das heißt also, wir werden mit der Bekämpfung der Nebenwirkung dieser kulturellen oder auch industriellen, technischen Revolution immer hinterherhinken. Vor allen Dingen der Staat, der ja alles dann per Gesetz oder Verordnung oder sowas machen muss, der hat immer schon mal 5 Jahre deswegen alleine Verspätung. Und wenn er dann nach 5 bis 10 Jahren sagt, das und das wollen wir mal jetzt regeln, damit es nicht sich weiter ausartet, dann ist es schon wieder, wenn das dann gesetzt wird, dann sind schon wieder 2, 3 neue Innovationswellen schon wieder durch. Das heißt, es ist möglicherweise schon wieder alles überholt, was da gewesen ist. Das heißt also, wir müssen uns darauf einstellen, so schön das ist und so bequem das ist, es gibt diese Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen können wir nicht beseitigen. Die kann man dann machen, indem man seinen Verstand verändert, also indem man sagt, ist alles gar nicht schlimm. Da gibt es ja viele, die das auch propagieren, also das Ende der Individualität als Ziel, völliger Blödsinn, aber geschäftsgerecht. Und wenn wir dann mal wirklich konzentriert drauf gucken, also hier oben den Schalter umlegen und sagen, Achtung, wo produziere ich Daten? Nicht? Jedes Mal, wenn ich meine Scheckkarte ziehe, jedes Mal, wenn ich irgendwo ein etwas magnetisiertes, elektrisches mache, demnächst ist es ja nicht nur so, dass das gemeldet wird, was wir haben oder was wir tun. Demnächst sagt unser Kühlschrank dem Edeka-Händler, dass er mal wieder Joghurt nachliefern muss. Es ist nämlich nur noch ein Pott da. Und das geht, also dann gibt es die Meldung von der Wasseruhr, dass dann und dann immer viel Wasser gebraucht wird. Das heißt, also man kann es dann für die Zeit mal billiger liefern. Oder der Stromzähler wird smart, wie das dann so schön heißt. Das heißt, wir werden demnächst in diesem Internet der Dinge von lauter Sachen umgeben, die uns wieder einerseits gewisse Vorteile verschaffen, aber andererseits eine totale Kontrolle immer weiter erleichtern. Und irgendwann mal kommt dann diese gesellschaftspolitische Entscheidung, die dann immer mehr in die Richtung geht, okay, wir machen es uns bequem, verzichten auf unseren, also wenn wir es nicht machen, als Bequemlichkeit, dann machen es andere für uns. Und das hat mit Liberalität und mit Selbstverantwortung letztlich dann nichts mehr zu tun. Das klingt jetzt wieder ein bisschen pessimistisch, aber zum Gesamtbild, genauso wie ich sage, dass Sie mit Ihren technischen Betrachtungen und mit den Chancen, die drin stecken, recht haben, es gibt nun mal auch ein Auto hat Nebenwirkungen und deswegen gibt es den Sicherheitsgurt. Aber wie lange hat es gedauert, bis der Sicherheitsgurt kam? 20 Jahre lang hat der ADAC in den 50er, 60er Jahren verhindert, die Freiheit des Autofahrers, ne, dass es einen Gurt gab. Und wir hatten dann, glaube ich, 16.000 Verkehrstote im Jahr in den Spitzenjahren. Heute haben wir 10-mal so viel Verkehrsteilnehmer und haben noch 4.000 oder sowas. Deswegen haben wir immer noch 4.000 zu viele Verkehrstote. Aber diese Nebenwirkungen, die müssen auch mit berücksichtigt werden. Und ich bin nun mal hier in diesem Bereich erstmal der Vertreter der, sagen wir mal, der Leute, die den Finger hochheben und sagen, Achtung Leute, passt auf euch auf. Ja, Sie
Dank für diese großartigen Plädoyers für die Eigenverantwortung. Also im Prinzip meine nächste Frage fast schon erübrigt, oder zumindest die Antwort ist zu erahnen. Sehen Sie denn auch Gesetzeslücken, die geschlossen werden müssen oder vielleicht Stellschrauben, an denen gedreht werden sollte, dessen ungeachtet? Gut, ja, ich kann dazu auch gerne was sagen. Also Gesetzeslücken, also mit Sicherheit muss man die Gesetze auch immer mal dem Stand der Technik anpassen, denn das, was wir heute haben, wurde vor einiger Zeit erstellt, ohne dass man im Blick hatte, was der digitale Wandel, die Digitalisierung eigentlich alles mit sich bringt. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Stellschraube, an der man drehen muss, aber dafür bin ich nicht der Experte heute Abend, das ist jemand anderes. Was wir aber sehen, wo es vor allen Dingen hapert und was dem Nutzer heute am meisten bringt, ist eigentlich Aufklärung. Aufklärung darüber, was die Gefahren sind und wie man ihnen begegnet. Das sind dann gar nicht mal unbedingt nur gesetzliche Lösungen, sondern eben, wie wir vorhin schon eigentlich ausreichend diskutiert haben, sind es Handlungsweisen, auch Informationen über die Umsetzung technischer Lösungen. Das ist vielleicht im Moment aus unserer Sicht die allerwichtigste Baustelle, wo auch der Staat noch mehr tun muss. Und wir sagen auch, da muss der Staat der Aufklärung über IT-Sicherheit den richtigen Stellenwert in der digitalen Agenda dann auch einräumen, dass das auf jeden Fall dort betont werden muss, abgesehen von anderen möglicherweise oder mit Sicherheit notwendigen Änderungen am Gesetzestext. Herzlichen Dank. Sehen Sie jetzt noch Bedarf, Herr Schulz, an Novellierung? Ja, also als Liberaler bin ich ja immer erstmal grundsätzlich dagegen, dass wir erstmal Gesetze machen und dann darüber nachdenken, wofür sie eigentlich gut sein sollen. Und deswegen stimme ich diesem Weg eher zu, Aufklärung. Denn wir wollen auch den mündigen Bürger, der frei entscheiden kann, ob er sich schützen will oder eben es auch bleiben lässt. Denn die Freiheit zu sagen, mir ist das egal, die muss auch ein mündiger Bürger haben. Aber er muss wissen, worüber er entscheidet. Und das heißt, er muss mündig sein, er muss kompetent sein. Und diese Kompetenz müssen wir herstellen. Das wiederum ist Staatsaufgabe, das ist Bildungsaufgabe. Und da, glaube ich, können wir noch eine ganze Menge tun. Wir wollten dieser Sache gerne nachhelfen. Weil eine Sache ist natürlich die europäische Datenschutzrichtlinie, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und das EuGH hat ja gestern mit seinem Google-Urteil, das wurde mit Sicherheit hier schon angesprochen, denke ich mal einen ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, nämlich nicht ein Recht auf Vergessen, wie es gerne in deutschen Zeitungen zitiert wurde, sondern es ist natürlich ein Recht, vergessen zu werden. Denn das Recht zu vergessen hat jeder, das kann man auch keinem wegnehmen. Ja? Das ist natürlich albern, dazu ein Gesetz zu machen, sondern es geht natürlich um das Recht, vergessen zu werden, the right to be forgotten im Original. Und das ist halt eine schlaue Geschichte, dass es irgendwann eben auch die Möglichkeit gibt, bestimmte Informationen aus dem Suchalgorithmus wieder zu löschen. Das finde ich gut, denn auch im Mensch, in der Gesellschaft werden Dinge einfach hin und wieder vergessen und auch dieses Recht sollte auch in der digitalen Welt hin und wieder mal berücksichtigt werden, dass Dinge einfach auch vergessen werden. Ich glaube aber, dass wir noch einen weiteren Schritt gehen können, und zwar hin, wie wir uns selber schützen können. Und wir hatten das ja gerade schon diskutiert, die beste Waffe zum Selbstschutz ist die Kryptografie, das heißt verschlüsseln, das heißt das Auto absperren, die Daten absperren, die Kommunikation zusperren und zugänglich machen für unbefugte Dritte. Da wir aber auch schon eins waren, dass das gar nicht so trivial ist, gar nicht so einfach ist und auch nicht in allen Bereichen mal so per se da ist, hatten die damalige Justizministerin Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und ich noch im September, vor der Wahl, eine meiner Meinung nach immer noch gute Idee, nämlich, dass wir alle Kommunikationsdienstleistungsanbieter, also zum Beispiel die Telefonanbieter, Internetprovider und so weiter, dazu verpflichten, eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Kommunikationswege anzubieten, und zwar bis 2018. Das heißt also, dass ich sicher telefonieren kann, dass ich sicher E-Mails schicken kann, dass ich sicher chatten kann, dass ich sicher SMS schicken kann. Und diese Variante müssen Sie anbieten. Das ist eine freiwillige Option. Das heißt, niemand wird gezwungen, das zu nehmen, aber Sie müssen eine benutzbare Variante als eine der möglichen Varianten anbieten, zu kommunizieren, sodass sie jeder auch nutzen kann. Das wäre ein erster Schritt,
die Sache benutzbarer zu machen. Es hätte also, sag ich mal, die Entwicklung in diesem Bereich natürlich unheimlich beschleunigt und wäre für jeden auch zugänglich gewesen. Ich hoffe, dass die Große Koalition sich vielleicht dazu durchringen könnte, einem solchen Gedanken zu folgen. Das würde ich gleich gerne aufnehmen. Sie werden dann sehen, das ist eine tolle Forderung, da bin ich auch dafür. Aber warum wird das nicht? Technisch geht das ja. Weil es natürlich auch Interessen gibt im politischen Bereich, dass das nicht so wird, dass wir nicht alles verschlüsseln. Wenn wir alles verschlüsseln würden, dann hören Sie mal die Innenminister, was sie von der Polizei wartet, daraus sagen, wenn es jetzt so wie in den USA schon verboten ist, es zu verschlüsseln, weil man dann ja nicht mehr rankommt. Also das sind alles verschiedene politische Interessen, auch vor allem wirtschaftliche Interessen. Und da kann man was machen. Ich bin auch ein großer Fan von Verschlüsselung. Nicht, weil das denn die Aufsicht im Endeffekt aufhebt, aber die Aufsicht, die staatliche oder von mir aus die militärische, sprich NSA, die NSA ist ein Teil der Navy, also der US Navy, die, wenn wir alle verschlüsseln würden, was die da überwachen, dann brauchen die Jahre, bis sie dahinter kommen, was da nun entschlüsselt vor ihnen liegt. Und dann ist die Information nichts mehr wert. Das heißt also, man kann mit Verschlüsselung einen großen Teil dieser Überwachungseffekte auflösen. Möglicherweise gibt es dann wieder eine Anti-Verschlüsselungstechnologie, die dann wieder besser wird. Mag alles sein, aber das hindert einen ja nicht daran, erstmal diesen Verschlüsselungsweg als wichtigen ersten Schritt zur Sicherung der Privatsphäre auch zu gehen. Trotzdem bleibt es dabei, dass wir überfordert sind. Und wenn wir noch so mal aufgeklärt werden, das ist ja nicht mal Leben wie Bienchen zum Summ. Wir müssen permanent aufgeklärt werden über alle möglichen Nebenwirkungen von technologischem Fortschritt, der als solche sehr gut und wichtig und unverzichtbar sein und kein Datenschützer will wieder in die Steinhöhle. Aber das ist dann auch etwas, wenn man dann sagt, das ist aber doch gar nicht so gut, hat die und die Nebenwirkungen. Also wenn man sich ein neues Auto kauft, ist heute bei den größeren Modellen schon alles drin, ohne dass man es weiß. Und da sitzen 1000 verschiedene kleine Computer drin, die alles melden, wann man gefahren ist, wie man gefahren ist, wo man gefahren ist, wie oft man Schlangenlinie gefahren ist, wie oft man also dann bei Steffis Ansage aus dem Navigerät dann zu spät reagiert hat oder nicht. Es geht gar nicht mehr darum, dass diese Daten da sind. Es geht nur noch darum, wer kriegt die jetzt? Die Autoindustrie sagt, das sind unsere Autos gewesen, die haben wir hergestellt, uns gehören die Daten der Fahrer. Die Versicherungen sagen, wir wollen wissen, wenn einer immer Schlangenlinie fährt, dann kriegt er einen Zuschlag oder wir schmeißen den raus. Die Werkstätten sagen, das ist unsere, wir sind die Standardwerkstatt für den Fahrer, dann kriegen wir die Informationen, wenn der einen Unfall hat oder sowas als Erste. Nicht? Denn dann fahren wir dahin und holen, schleppen den ab und nicht irgendein Halligalli-Unternehmer, der gerade als Nächster dann an der Stelle ist. Das heißt, da stehen mächtige wirtschaftliche Interessen dahinter. Und diese Technologie für diese Sachen sind schon längst da. Es ist bloß noch nicht geklärt, wie man das hinkriegt. Und da gibt es noch Verhandlungen, die laufen auch schon seit Jahren, da sind auch Datenschützer dabei, staunen dann immer wieder. Aber das ist ein Beispiel, wo man sehen kann, dass das jetzt nicht nur auf Einsicht geht und auf, was ist denn nun das Beste für alle, so im Sinne eines Gemeinwohls, sondern da wird knüppelhart rangiert zwischen den verschiedenen Branchen, also jetzt hier idealtypisch Autohersteller, Autowerkstätten und sagen wir mal oder auch dann den Betroffenen, den Fahrern selber. Und das ist nichts, wo man sagen kann, da gibt es jetzt tolle Argumente, sondern da geht es einfach um Einfluss und fertig und Lobbyismus. Und was eben gesagt wurde, die Hoffnung auf Europa, da hat es ja jahrelange Diskussionen über diese sogenannte Grundverordnung gegeben, die da jetzt in der Mache war. Die Leute, die dabei waren, haben gesagt, sie auch schon lange dabei waren in Brüssel, sie haben noch nie so eine Lobbyschlacht erlebt in Brüssel, vor allen Dingen auch von der US-Seite her, wie es jetzt gewesen ist, obwohl es ja eigentlich nur darum ging, wie organisiert Europa den eigenen Datenschutz. Es geht um viel, viel Geld und die Branche ist es auch, die IT-Branche nicht generell, aber so die Netzfirmen, ich will nicht immer die gleichen Namen nennen, gibt es auch viele andere, das Geld liegt auf der Straße und die haben sich daran gewöhnt, dass das auf der Straße liegt und sie sich nur Brücken brauchen. Und wenn man dann auf einmal sagt, ja, du musst aber dann noch dafür, dass du dich bücken durftest, musst du noch diese oder jene Nebenaufgabe mal oder Nebensicherung oder sowas an, dann ist das ungewohnt und das schmerzt erstmal. Also da sind auch Kulturen, die US-Kulturen sind da auch andere als unsere. Und die Amerikaner haben de facto nun mal noch so eine Art von de facto Monopol in dem Bereich. Und solange das so ist, werden wir in Europa da auch hinterherrennen und müssen das Beste draus machen. Das ist auch kein Pessimismus, sondern das ist aufgeklärter Realismus.
herzlichen Dank. Als Abschluss jetzt unserer geschlossenen Diskussion möchte ich gerne, wir hatten ja vor allem jetzt die deutsche Ebene, europäische Ebene behandelt, gerne noch einen Vorschlag des zuvor erwähnten Tim Berners-Lee aufgreifen, also auf die Weltebene gehen. Er hat den Vorschlag unterbreitet, eine Magna Carta, eine Art Grundgesetz für das Netz aufzustellen, analog der Charta der Menschenrechte. Was halten Sie jetzt als Abschluss von dieser Idee? Denn es klang ja schon etwas mit, deutsche Ebene, europäische Ebene ist ja begrenzt. Viele Einrichtungen, Unternehmen sitzen ja in Amerika. Was können wir denn da überhaupt? Ist da nicht vielleicht eine Alternative, diese eingeforderte Magna Carta? Vielleicht? Ich kann da gerne anfangen, denn also die Idee ist von Tim Berners-Lee ist nicht neu. Sie ist auch älter als Tim Berners-Lee und er ist schon ziemlich alt. Daran wird diskutiert, seitdem es das Netz gibt. Also ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt, die Netiquette, das war so die Etikette des Netzes schon so ab Mitte der 80er Jahre. Das Manifesto der Cypherpunks von 1993, heute noch so aktuell wie je zuvor, lohnt sich immer mal wieder zu lesen. Aber auch das Internet Governance Forum, eine Veranstaltung der Vereinten Nationen, seit über 10 Jahren tagt das jährlich, wird seit Jahren daran gearbeitet, all diese Strömungen der verschiedenen Magna Carta, Grundgesetz des Internets, mal zusammenzufassen und einen Nukleus da herauszufinden. Gibt es denn aus all diesen Bestrebungen, die weltweit existieren, es gibt ungefähr 20, 30 bedeutende solcher Bestrebungen, einen solchen Grundkonsens zu finden, ob man daraus sowas, so eine Art 10 Gebote des Internets herauskristallisieren kann. Übrigens nicht zuletzt die große Veranstaltung in Brasilien, vielleicht haben Sie davon gelesen, vor 2 Wochen, der Konferenz Net Mundial, einberufen von der brasilianischen Ministerpräsidentin, auf Basis einer Rede, die sie vor den Vereinten Nationen im Herbst gehalten hat, und zwar unter dem Schock der Snowden-Erkenntnisse, hat sie dort eine Rede gehalten und hat gesagt, wir müssen uns doch jetzt mal alle zusammensetzen und irgendwie Grundlagen schaffen, wie wir denn in diesem Netz zusammenleben wollen. Da gab es eben vor 2 Wochen in Brasilien eine große Konferenz, eingeladen waren alle Regierungen der Welt, Wirtschaftsunternehmen und auch die Zivilgesellschaft. Ich selbst war auch einer der Vertreter aus Deutschland dort und da hat man wieder versucht, einen solchen Grundkonsens zu schaffen. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte einer solchen internationalen Konferenz mit einem sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz. Das heißt, jeder, der was sagen will, darf auch was sagen. Oder jeder, der ein Interesse daran hat, darf auch was sagen. War also unheimlich spannender Prozess. In 2 Tagen kriegen wir das zusammen. Was ist denn so der Grundkonsens, den wir haben? Das war schwierig, das war schmerzhaft. Da ist auch nicht nur das rausgekommen, was ich persönlich wollte. Es war also ist nicht ein Papier, Jimmy Schulz will das, sondern eben also ein Grundkonsens, der kleinste gemeinsame Nenner. Aber immerhin haben die Regierungen mitgemacht. Und das war der entscheidende Punkt. Die mussten sich nämlich genauso anstellen vor dem Mikrofon wie alle anderen auch. Da gab es auch keine reservierten Sitzplätze für Regierungsvertreter, sondern wer zu spät kam, musste auf dem Boden sitzen. Und das war revolutionär für eine solche Konferenz. Und deswegen hat sie auch eine solche Bedeutung, wird sie eine solche Bedeutung bekommen. Und das wird fortgesetzt, zum Beispiel beim EuroDIG, European Dialogue on Internet Governance in Berlin, jetzt im Juni, und beim Internet Governance Forum in Istanbul im September. Und da wird genau dieser Prozess vorgezeichnet. Ebenso hat Christian Lindner am Wochenende angekündigt, auch die FDP eine solche Magna Carta für den Liberalismus schreiben, zusammen mit Di Fabio. Ich finde das aber eine gute Idee, denn wir müssen auch als Liberale den Liberalismus übersetzen in diese Welt, in die digitalisierte, global vernetzte Welt. Wir müssen Liberalismus nicht neu erfinden, aber wir müssen ihn neu übersetzen, so damit er kompatibel ist mit dieser Welt. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die vor uns liegt. Jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das ist natürlich der richtige Weg und das ist auch richtig der richtige Weg, Anfang. Aber es gibt auch heute schon Professoren, die haben schon eine UN-Charta ausformuliert. Völkerrechtler, die sich da dran machen, wie müsste eine vernünftige Lösung, also so eine Art Sitzungspolizei fürs Internet, ja, so etwas. Das ist natürlich theoretisch alles möglich. Das Wichtigste daran ist, dass es auf jeden Fall klar ist, das dauert noch mindestens 20 Jahre. Wir müssen also bis dahin auch nochmal was anderes uns überlegen. Aber selbst wenn es so ein System gäbe, und man kann ja die tollsten Regeln aufstellen, wer ist denn dann derjenige, der das kontrolliert? Wer setzt denn das dann durch? Selbst wenn die Chinesen oder Russen oder wer auch immer dann dabei sein mag, das unterschrieben haben und sie halten sich nicht dann und verletzen die Regeln eben durch Spionage oder durch sonst etwas.
dann sind wir auch wieder machtlos, genauso wie wir heute nichts dagegen tun können, dass die NSA ganz Europa oder jedenfalls Deutschland gründlich abfegt. Nicht? Davon abgesehen, ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber Spionage ist nicht per se völkerrechtswidrig. Das ist also jetzt nicht so, dass das per se böse ist, was die US Navy da in der ganzen Welt macht. Wir dürfen ja auch spionieren und wir tun es ja auch. Wir können es bloß nicht so gut, weil wir nicht so viel Geld haben. Und wir sind eben in einigen Gebieten gut, also so, sagen wir mal, Mittlerer Osten und Naher Osten. Da kommen noch die alten guten Verbindungen zwischen Kaiserreich und Arabien noch mit durch. Da gibt es noch gute alte Drähte. Und da kommen die Amerikaner zu uns und sagen, kannst du nicht mal da mal, ihr habt da doch jemanden. Ne? So. Bei uns ist es eben so, das ist dann für den Rest der Welt ist das bei uns nicht so häufig so. Also es ist jetzt etwas Klischee, aber es ist im Kern schon richtig. Da gehen wir dann zu den anderen und fragen, wir haben hier ein Problem, da und da, könnt ihr uns nicht helfen? Ihr seid da doch mal Kolonialmacht gewesen, ihr habt noch die guten Karten. Ne? Deswegen sind die Engländer in Afrika und die Franzosen in Afrika so gut, weil die da ja viel mehr Erfahrung haben vor Ort. Oder die kennen dann noch welche, die mal früher Häuptlingssöhne waren oder sowas. Das sind oft ganz banale Geschichten. Nur ein Beispiel mal, jetzt also eine ganz andere Geschichte, aber weil das so auch nicht bekannt ist. Es gab ja mal diesen Konflikt zwischen Teheran, also zwischen dem Iran und den USA, und der gipfelte in dieser Besetzung der Botschaft. Und dann haben die Amerikaner mit ihrer Wildwestmanier ja versucht, mit ein paar Hubschraubern dann da also die Geiseln in der Botschaft zu befreien. Und das ist völlig misslungen. Und hatten jetzt die Iraner Gefangene gemacht, nämlich diese Elite-Soldaten, die da aufgetaucht sind. Dann hat es lange natürlich Tamtam gegeben und dann kam, Sie haben es bestimmt auch noch mit drauf, dann hat eine Rechtsanwaltskanzlei in Essen die Vermittlung übernommen zwischen den USA und dem Iran. Und das lag daran, dass in dieser Kanzlei der ehemalige Bundespräsident, der, wie hieß er noch, der seine Frau lieber hatte als die Verfassung? Nee, Heinemann. Heinemann saß in dieser Kanzlei und auch noch ein anderer Bundesminister. Und Heinemann kannte aus seiner Zeit als Staatspräsident Leute, die ihm trauten. Und dann haben die gesagt, wenn der das macht, dann konnten sowohl die Amerikaner als auch die Iraner was sozusagen in das Spiel bringen. Und schon war eine Verhandlungsebene da. Und dasselbe merken Sie jetzt auch in Kiew, da fehlt noch dieser Mann. Das geht nicht um irgendwie große Theorien und Lehren und sonst was. Die müssen nur einen haben, bei dem sie jetzt auch nicht sich vorstellen können, dass der jetzt nicht alles gleich verpfeift, was man da als mögliche Angebote, als Verhandlungsmasse angeboten hat. Also das nur mal so als historisches Beispiel, weil die anderen verfänglicher sind. So eine UNO-Deklaration oder ein UNO-völkerrechtlicher Vertrag, der das Internet regelt, der kann so toll sein und kann auch von 100% unterschrieben werden. Aber solange das wirtschaftliche Interesse und auch das politische Interesse an Spionage, auch Spionage in der Wirtschaft, das ist ja noch das Lukrativere, solange das da ist und man keine Weltpolizei hat, die dann sagt, die Chinesen kommen jetzt vors Gericht und müssen Strafe zahlen, weil sie da gegen verstoßen haben. Nicht? Solange ist das dann ein Projekt, das natürlich erstmal ein bisschen beruhigt, nicht? Also ein bisschen die Öffentlichkeit so ein bisschen desensibilisiert, kann man es auch böse nennen. Und, aber es wird nichts daran ändern, dass wir uns weiterhin schützen müssen. Also ich bin als Jurist gerne bereit, Regelungen zu treffen. Aber ich habe auch gelernt, dass es eine Regelung nur so gut ist, wie man sie auch kontrollieren und durchsetzen kann. Herzlichen Dank für diese sehr, sehr vielen Impulse. Ich denke, sie sind ausreichend, um jetzt die nächste Fragerunde zu eröffnen. Ja, Sie waren zuerst. Nein, Moment, hier vorne, der Herr. Achso. Gut, ja. Ich beuge mich Ihrer Beobachtung. Ja. Wenn Sie versuchen, Menschen zu sensibilisieren zum Thema Datenschutz, was sind die ersten drei Sätze, mit denen Sie erfahrungsgemäß Erfolg haben? Wer auch immer was Schlaues dazu sagen kann. Okay. Also das ist eine echt schwierige Frage, weil dann kommt ja immer zuerst die Antwort, egal was man sagt, ich habe ja nichts zu verbergen. Und dann zitiere ich immer, was haltet ihr von einem Gesetz gegen Vorhänge? Okay. Das funktioniert in vielen Fällen, nicht in allen. Okay. Steht ja eigentlich so die Sehnsucht nach einer schönen Clip-Clap-Lösung. Ne? Also wie kriege ich die Bevölkerung auf den Sender, dass das wichtig ist? Und wie portioniere ich das Risiko?
Und das geht meiner Ansicht nach nicht. Man kann immer wieder, ich sage ja, ein Skandal bringt mehr als 1000 Argumente, es kann immer wieder so Schübe geben, meinetwegen bei Google View, Street View, da hat es einen Schub gegeben, da haben die Leute gemerkt, oh, das fand ich ja bei mir vor der Haustür her. Und das haben dann die Google Street View Leute ja auch gemerkt und haben natürlich nur, also anders als in den USA, wo das flächendeckend alles gemacht worden ist, hat man erstmal nur in den Stadtgebieten die Autos fahren lassen und Fotos machen lassen. In den Stadtgebieten wohnen die meisten Leute irgendwo in höheren, größeren Komplexen. Das ist ein Unterschied, ob ich dann den Eingang von einem 12-Familienhaus fotografiere, so wo ich wohne, oder ob ich dann eine schöne Villa habe, die dann mit Vorgarten und Schaukel oder sonst was mit fotografiert wird. Das heißt also, man muss immer aufpassen, diese Revolution oder diese technischen Veränderungen werden auch nicht einfach nur so darüber gestülpt, sondern man weiß ganz genau, wie weit man gehen kann im Moment. Und dann wartet man lieber 3 Jahre, bis die Leute sich daran gewöhnt haben, dass es diese Einrichtung. Das dann, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann kann man wieder die nächste Stufe aufmachen. Was wir erleben von Google, das ist diese Zeichnungen, diese Fotos, die von oben gemacht werden. Google Earth, danke. Die sind schon viel besser, als wir die kennen. Aber die werden nicht so hochauflösend gemacht. In den USA gibt es die schon alle mit der gleichen Technologie. Und da können Sie den Käfer auf dem Sonnenschirm in Ihrem Garten sehen. Bei uns ist das alles noch so maßstäblich nicht so groß und auch nicht so weit aufgepixelt. Ne? So. Das heißt, man wartet erstmal ab, geht das erstmal je nach Nation, Kultur, wird erstmal ein Stück von der Freiheitswurst oder von der Privatsphärenwurst abgeschnitten. Und dann wartet man 1-2 Jahre und dann merkt man, naja, jetzt haben sie es vergessen, dass ihnen da vor 2 Jahren irgendwas abgeschnitten worden ist. Dann schneidet man wieder ein Stück ab. Und dann, wenn man dann nicht aufpasst als Gesellschaft, dann geht das so in Abständen, so wie bei Chile mit seinen Sicherheitsgesetzen, die er nach diesen Attentaten in New York ja durchgeführt hat, auch immer so in Scheiben, in Etappen, der sogenannte Otto-Katalog. Ne, da waren also regelmäßig irgendwelche Sachen dann drin. Also man gewöhnt sich daran und plötzlich ist die Wurst, die erst so lang war, nur noch so lang. Und wenn Sie das lange genug machen, und da sind wir dabei, das zu verfolgen, dann haben Sie irgendwann mal nur noch die Hälfte der Wurst. Und spätestens dann gibt es schon eine Generation, die weiß gar nicht mehr, wie lange die Wurst, also die Menge der Freiheitsrechte früher mal war. Und jetzt sage ich das mal ganz, ganz zugespitzt am Ende. Wenn Sie das dann lange genug machen und mit entsprechender öffentlicher, also pressemäßiger Unterstützung, die jetzt meiner Ansicht nach nicht mehr da ist, dann haben Sie nach so und so vielen Jahren nur noch das Fädchen, an dem die Wurst mal gehangen hatte, den Bindfaden, und so einen Rest Haut oder Hülle. Und wenn sie das dann so weiter hat, dann brauchen sie nur noch darauf warten, dann gibt es viele, die wussten gar nicht mehr, dass da mal eine Wurst war unter diesem Faden. Ich sage das jetzt mal so als Metapher, weil das ist dann der Gewöhnungseffekt und an alles, was wir uns gewöhnen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, da verändern wir uns mit. Ich habe jetzt noch 3 Fragen aus dem Netz, die würde ich gerne jetzt dazwischen schieben und dann kommen Sie als nächstes ran, wo Sie wollen gerade die großartige Möglichkeit jetzt der Live-Übertragung nutzen, dass die 3 Leute auch zum Zuge kommen. Meine Bitte ist, dass Sie die Fragen gebündelt uns präsentieren und dass wir die dann auch gebündelt beantworten. Ja, also wie erwähnt, die Veranstaltung wird ja auch im Netz übertragen und es gab jetzt Fragen im Chat beziehungsweise auch in den Foren der Diskussion des begleitenden Online-Seminars bei dieser Veranstaltung. Einmal an Herrn Wagner. Kann der Durchschnittsmensch Kriminelle und Ausspäher überhaupt technisch übertreffen? Ist das nicht ein ewiges Aufrüsten, wo dann quasi der Otto Normalverbraucher eigentlich nur verlieren kann? Denn jemand, der etwas erspähen will, kann da nicht eh irgendwie immer rein. Das ist ähnlich wie auch in anderen Sicherheitsbereichen. Eine Frage an Herrn Wahlbrink. Ah, so ist noch besser. Eine Frage an Herrn Wahlbrink. Gibt es Möglichkeiten, gegen den Missbrauch eigener Daten, beispielsweise zu Marketingzwecken, vorzugehen? Wie kann man denn die Löschung der Daten erzwingen? Ich glaube, jeder kennt das auch mit Post, die man bekommt, weil man irgendwo mal versehentlich einen Haken gesetzt hat. Wo kann ich denn da ganz konkret mich gegen wenden, damit diese Daten gelöscht werden? Und die Frage an Herrn Schulz, welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, die Identität zu verschleiern? Ich würde es vielleicht noch ergänzen mit der Frage, ist das überhaupt sinnvoll und gut? Also die alte Klarnamenfrage, ist es gut, im eigenen Namen aufzutreten oder vielleicht doch mit einem Akronym? Herzlichen Dank für die Fragen. Ich würde schon in der gleichen Reihenfolge auch zu beantworten. Herr Wagner, Sie haben als erstes das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Frage war, ob wir überhaupt Cyberkriminelle austricksen können auf Dauer.
Die Antwort ist eigentlich ganz klar, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das ist leider nicht möglich. Die Technik entwickelt sich so, aber eben auch die Methoden der Kriminellen. Das heißt, IT-Sicherheit ist auch nicht einfach eine Maßnahme, sondern es ist ein Prozess, der nicht einfach mal morgen abgeschlossen ist, sondern da muss man am Ball bleiben, man muss sich informiert halten, man muss seine Technik auf dem neuesten Stand halten, das heißt auch immer Updates einspielen für das Betriebssystem, für die Software, Virenscanner und alles Mögliche, was man eben so hat, immer auf dem neuesten Stand halten, darauf reagieren, wenn es eben Informationen gibt, dass irgendwie Daten kompromittiert sein könnten und eben einfach auch vorsichtig sein. Also die besten Sicherheitstechniken bringen nichts, wenn man sich selbst nicht unter Kontrolle hat und die schönen das, was man sich eben also schön vorgenommen hat, dann doch nicht anwendet. Das heißt also, wie gesagt, ein bewusstes Handeln und ein bewusster Umgang mit den Technologien. Dadurch erreichen wir schon ein sehr hohes Maß an Sicherheit, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es eben leider nicht. Das ist ganz klar. Ja, die Frage war, was können wir denn tun gegen den Missbrauch der eigenen Daten, insbesondere bei Werbung und Ähnlichem? Wie kann man die Löschung erzwingen? Da haben wir ja eine einigermaßen gefestigte Rechtslage und die jetzt auch noch verbessert worden ist durch das Urteil von, das letzte Urteil jetzt, des EuGHs. Sie haben alles erstmal die Rechtslage, reine Rechtslage. Wenn etwas Sie stört, dann können Sie dagegen vorgehen. Also Sie schreiben die Versicherung an, die also Sie mit was etwas zu donnert, oder Sie sprechen mit einer Behörde, die da irgendetwas falsch gemacht hat. Sie können das ansprechen, Sie können darauf hinweisen, dass das, was da gelaufen ist, nicht richtig ist. Das heißt also, der Staat darf so etwas nur machen, wenn er eine Rechtsgrundlage dafür nennt. Eine Einwilligung läuft im staatlichen Bereich überhaupt nicht. Die hat gar keine Bedeutung. Oder Sie können, wenn es um Firmen geht, sagen, ich habe hier weder eingewilligt in diesen Datenverbrauch und es gibt auch keine Rechtsgrundlage. Dann sagen die Firmen häufig erstmal gar nichts und denken, das erledigt sich von selber, der wird sich schon wieder beruhigen. Oder sie schreiben irgendetwas und sagen nein. Manchmal sagen sie auch ja und tun trotzdem nichts. Aber es ist durchaus eine Chance, dass man davon, also wenn das dann angesprochen wird, wahrgenommen und ernst genommen wird. Es ist auch in vielen Fällen, gerade wenn man mit kleineren Betrieben zu tun hat, die damit überfordert sind, diesen ganzen Kram, die wollen das gar nicht. Die haben gar nicht diese Absicht. Die haben auch nicht die Spezialisten. Die können sich nicht einen Juristen für Datenschutz dahinstellen und auch nicht bezahlen. Das ist also oft gar nicht böse gemeint. Aber wir haben alle diese Fallgruppen, die ich eben erwähnt habe, auch schon selber erlebt. Wenn das dann nichts bringt und Sie weiterhin mit diesem Verstoß leben müssen, indem Ihre Daten verarbeitet werden, ausgewertet werden, zu Geld gemacht werden, dann können Sie, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sie schreiben uns an, die Datenschützer, oder mailen uns an und sagen, das und das passiert. Solche Schreiben und Mails kriegen wir jeden Tag, und zwar nicht nur eine. Und dann sprechen wir prüfen das so nach Rechtslage, nach erstem Anschein. Und dann schreiben wir die Firmen oder die Behörden an und sagen, hört mal zu, was macht ihr denn da? Und dann machen wir einen Schriftverkehr und dann bekommt dann hinterher das Ergebnis der Petent, wie das dann ja so schön heißt, also der sich erkundigt hat, wie es denn da aussieht, mitgeteilt. Deswegen hat er aber, wir können diese Firmen aber nicht zwingen, sagen wir mal so, das jetzt so zu machen, wie wir das sehen. Das heißt also, es müsste dann im Notfall das kommt darauf an, auf die Vorsitzenden, müssten wir die zwingen, das zu machen. Das können wir machen, wenn da eine Videoüberwachungskamera hängt, die nicht da nicht hängen darf, können wir sagen, die baust du ab. Das können wir machen und wenn die Firma das nicht macht, dann kriegt sie Bußgelder oder Erzwingungsgelder, diese kleinen Folterwerkzeuge, die die Verwaltung so zu bieten hat. Und dann wird so lange Erzwingungsgeld angedroht, bis das Ding dann irgendwann mal runtergeht. Das kann man nämlich endlos hintereinander machen. Und immer mit steigenden Beträgen. Ich habe das schon erlebt, dass da 10, 12 Mal eine Firma nicht reagiert hat auf so eine Anweisung. Und hinterher hat sie dann bezahlt. Aber hatte dann schon von 200 bis 2500 Euro regelmäßig dann Erziehungsgelder bezahlt. Das sind also so die Erfahrungswerte. Aber Sie können dann, wenn Sie so einen Fall haben und Sie sind beeinträchtigt worden, auch an die Firma selber rangehen und sagen, ich will dann mal, was ich, Schadensersatz haben, den man dann vielleicht
wenn man einen Schaden erlitten hat dadurch. Und dann geht das vor die Gerichte und dann entscheiden die das. Also das sind die beiden Hauptwege. Aber schnelle Wege, so nach dem Motto, mach mal eben zweimal Schnipp und dazwischendurch ist dann der Zustand wiederhergestellt, wie er rechtmäßigerweise sein sollte, die gibt es so fast nie. Ist das jetzt das, was Sie so in etwa hören wollten? Ja, also die Frage, die an mich ging, war die Frage Maßnahmen, um die Identität zu verschleiern. Ich hole einen ganz kleinen Moment aus. Ich behaupte, es gibt ein Recht auf Anonymität. Das ist nicht ganz unumstritten, auch in der FDP-Bundestagsfraktion war das nicht unumstritten, das ist auch bestimmt nicht in den Parteien unumstritten, aber ich sage, es gibt dieses Recht, weil ich mich damit schützen kann und schützen will. Wie kann ich das gewährleisten? Dafür gibt es eine Reihe von Werkzeugen. Zum Beispiel, ich kann anonym im Internet surfen, zum Beispiel mit Werkzeugen wie Tor oder Jondonym, die eine Anonymität oder Pseudonymität im gewissen Grad gewährleisten können. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ich muss ja nicht bei jeder Angabe erstens mal viele Daten angeben, sondern nur die notwendigen. Und die müssen ja nicht immer, sage ich mal, die korrekten Angaben sein. Nur um das. Ja, also man kann sich auch Accounts anlegen, die halt, weiß ich was, einen Verdreher beim Geburtsdatum haben oder sowas. Hat man halt verwechselt. Oder ich meine, da gibt es natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten, sowas zu machen. Aber es geht noch viel weiter. Es gibt noch viel weiterreichende Möglichkeiten, wie zum Beispiel anonymes Telefonieren geht auch. Manche der Varianten, die ich empfehle, Deutschland nicht legal, deswegen sage ich das jetzt hier nicht. Aber eine Variante, die man machen könnte, zum Beispiel, darüber nachdenken, in Schweden zum Beispiel, kann man eine SIM-Karte, also eine Telefonkarte für Mobiltelefone, an jeder Tankstelle gegen Bargeld ohne Vorlage des Ausweises kaufen und muss sich nirgendwo registrieren. Diese Karten funktionieren auch in Deutschland. Das ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür definitiv anonym. Ja, also das geht. Das geht übrigens auch mit deutschen Karten, aber das kann ich hier nicht erzählen. Herzlichen Dank. Jetzt kommen Sie endlich zum Zuge. Sie hatten sich gemeldet gehabt. Die Dame in der Mitte und dann der Herr dahinter als nächstes. Gut, dann kommen Sie gleich. Ja, meine Frage geht in die Richtung, was kann man machen und wie kann man das verhindern? Es sind ja viele Möglichkeiten, aber der rechtliche Raum, in dem wir leben, der müsste ja geregelt sein. Und da frage ich mich bei Herrn Wagner zum Beispiel, wenn wir doch jetzt gelernt haben, und ich will Microsoft nicht kaputt reden, wenn wir doch jetzt gelernt haben, dass amerikanische Gesetze amerikanische Firmen zwingen zu gewissen Verhaltensweisen, dann verstehe ich nicht, wie solch eine amerikanische Firma in einem deutschen Verein sicher im Netz tatsächlich da sein kann und wie sie die akzeptieren können. Das ist doch Bigotterie. Die Frage an Herrn Schulz, Verschlüsselung okay, aber ich habe nur gelernt, neulich bei niederländischen Staatsschützern, dass zum Beispiel es verboten ist, von Deutschland verschlüsselte Sticks nach Frankreich zu bringen oder nach England zu bringen. Haben mir die Staatsschützer gesagt, und glaube ich denen das mal. Insofern ist es da auch eine Bigotterie, wo man dann also von vornherein erstmal den rechtlichen Raum innerhalb der EU oder in Deutschland mal klären muss, bevor man dann da, sag mal, Thesen aufstellt, die nachher gar nicht durchhaltbar sind. Wir können zuerst Herr Wagner und dann Herr Schulz. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass Bedenken geäußert werden, ob der Zusammensetzung unserer Mitglieder. Microsoft ist in der Tat Mitglied, auch ein sehr engagiertes. Man muss aber auch dazu sagen, dass Microsoft eben auch zu den Unternehmen gehört haben, die im Zuge der NSA-Affäre die US-Regierung verklagt haben. Das heißt also, das, was das Unternehmen im Mutterland tun muss, muss auch gar nicht mal unbedingt dem bedeuten, was das Unternehmen auch selbst gut findet. Nichtsdestotrotz haben wir als Verein mit unseren Mitgliedern damit erstmal nichts zu tun. Unser Verein lebt auch sehr stark davon, dass man produktneutral und herstellerunabhängig aufklärt. Es stimmt, wir arbeiten mit diesen Unternehmen zusammen, die bieten uns ihre Expertise im Bereich IT-Sicherheit an und das funktioniert sehr gut. Auch eben unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums. Und wenn jetzt irgendwo der Verdacht aufkäme, dass wir diese Unternehmen in irgendeiner Art und Weise hier gutstellen wollten, ohne dass da vertretbare Inhalte bei rumkämen, dann wäre diese Schirmherrschaft auch sehr schnell verloren, sodass wir also als Verein Deutschland sicher im Netz
eigentlich nicht das kommentieren können, was die Unternehmen in ihren Mutterländern treiben, was die tun, zum Teil eben tun müssen, wenn die Gesetzeslage eben die ist. Bei uns kommt es eben wirklich darauf an, dass wir produktneutral und herstellerunabhängig sind und eben vertrauensvoll mit diesen Unternehmen, aber eben auch der Bundesregierung und eben mittlerweile in bestimmten Projekten auch mit Landesregierung und allen anderen gesellschaftlichen Gruppierungen auch zusammenarbeiten. Herzlichen Dank. Ja, also die Frage ist gerechtfertigt, denn es gab eine solche Debatte über sogenannte Verschlüsselungsverbote oder Hinterlegung von Generalschlüsseln bei Staaten. Diese Debatte gab es insbesondere in Frankreich, USA, Kanada und auch Deutschland, ab 98 in Deutschland, als Schily Innenminister wurde. Meines Wissens, und ich habe damals genau vor 16 Jahren meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben, als Politologe, nicht als Informatiker, dass damals, jedenfalls 98 in Frankreich, dieses Verbot aufgehoben wurde. In Deutschland ist es nie gekommen, obwohl es heftig diskutiert wurde. Und meines Wissens gibt es ein solches Verbot weder in der Europäischen Union, damit also auch nicht in Großbritannien und auch nicht in den USA. Es gibt Verbote von Technologieexport, von hochverschlüsselnder Kryptographie in manchen Staaten, aber meiner Meinung nach gibt es keine Verbote in der zivilisierten Welt, Kryptographie einzusetzen oder sie auch sozusagen verschlüsselte USB-Sticks mitzunehmen. Ja, dann haben die ganz offensichtlich verhältnismäßig wenig Ahnung von dem Thema. Ja. Also ich habe mein gesamtes Wissen auf zwei USB-Sticks, die voll verschlüsselt sind und die habe ich immer in der Hosentasche. Das ist meine sogenannte Pocket Cloud. Und ich nehme die auch in jedes Land mit, auch nach China und nach Aserbaidschan und habe noch nie Probleme damit gehabt, weil die damit nichts anfangen können. Die können sie mir klauen, na gut. Hilft nichts. Herzlichen Dank. Eine Frage lasse ich gerne noch zu und dann neigt sich die Zeit dem Ende. Ja, der Herr in der Mitte war als ich erstes. Ich bin ein älterer Jahrgang und ein totaler Laie. Und wenn ich höre, dass immer neue Technologien angewandt werden können, die den Menschen schaden, frage ich mich, warum ist es nicht möglich, so wie wir beim Lebensmittelgesetz die Gesundheit der Menschen als Maßstab für die Zulassung anlegen, auch hier in diesem Bereich sowas wie ein TÜV oder etwas Ähnliches einzuführen, dass erst nach Genehmigung bestimmte Technologien uns schaden können. Ich würde jetzt gerne bündeln. Der Herr Rauwald zuerst, der Herr in der Mitte hatte sich eigentlich zuerst gemeldet. Jetzt möchte ich ihm gerne auch noch die Chance geben, eine Frage zu stellen. Dann würde ich die beiden Fragen gerne ja, ich möchte genau die entgegengesetzte Frage stellen. Es hört sich ja so an, dass der Tenor ist, wir brauchen viel mehr Datenschutz. Wenn wir aber in die USA gucken, die ganzen Firmen, die da entstanden sind, ob es Facebook, Twitter oder so weiter sind, die sind in der Garage entstanden, ohne dass sie sich viel darum gekümmert haben, letztlich um Datenschutz. Und jetzt unabhängig wertfrei mal gefragt, behindert Deutschland nicht auch mit, ich sag mal, nicht mit dem Datenschutz, sondern mit der Bürokratie, die vielleicht dahinter steht, dass genau solche Firmen, Startups hier erfolgreich wirken können? Ja, großartig, das ganze Spektrum nochmal in diesen beiden letzten Fragen. Wer von den Herren will, Herr Schulz, von Sie oder, ja. Also Sie beide haben natürlich recht mit Ihren Hoffnungen und mit Ihren Befürchtungen. Und das ist ja auch ja, das, was den Liberalismus ausmacht, ist, dass wir beide Seiten sehen. Einerseits, und ich betone das immer wieder ganz deutlich, die Chancen. Neue Technologien haben immer Chancen. Auch als die Eisenbahn erfunden wurde, ja, war also die Presse damals vernichtend. Ja. Es wäre nahezu, es würde den Menschen verrückt machen, wenn er mehr als 35 Stundenkilometer fahren würde. Die Erfindung des Buchdrucks, ja, war für die Kirche die Erfindung des Teufels. Ja. Plötzlich kann jeder die Bibel lesen. Das geht doch gar nicht. Also wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass diese Technophobie uns auch nicht behindert in der eigenen Entwicklung. Richtig ist aber, dass wir mit den Gefahren, mit den Herausforderungen, die solche technologischen Entwicklungen mit sich bringen, auch umgehen lernen. Die Frage ist, wollen wir das davor machen, indem wir erst Regeln machen und dann schauen, was möglich ist? Und ich glaube, der Liberale tendiert eher dazu zu sagen, lass mal probieren und dann, wenn wir wissen, ob überhaupt etwas gefährlich sein könnte,
dann lass uns dazu Regeln machen. Und ich glaube, genau in dieser Phase befinden wir uns gerade, das meinte ich vorhin mit, wir befinden uns gerade in dieser Pubertät. Wir probieren Dinge aus, die weit über das vielleicht hinausgehen, was wir auch als Gesellschaft akzeptieren wollen. Jetzt ist es an der Gesellschaft daran, zu gucken, wo wollen wir denn die Grenzen ziehen? Und in diesem Prozess befinden wir uns. Sie sagten vollkommen richtig, das mag noch 20 Jahre dauern. Ja gut, dann dauert es halt 20 Jahre. Dann ist es halt so. Und bis dahin müssen wir gucken, wie wir uns da durchvorstellen. Weil in diesem Fall, und das ist das Problem mit dem TÜV-Beispiel, das Sie brachten, in diesem Beispiel funktioniert nationale Gesetzgebung nicht. Nationale Gesetzgebung im Bereich des Internets, deswegen heißt das ja nun auch Inter, ja, kennt keine Grenzen und deswegen greift nationale Gesetzgebung hier nur in den aller seltensten Fällen. Und ich kenne bis jetzt kaum Gesetze, die das Internet besser gemacht haben. Die meisten haben es schlechter gemacht. Liegt aber daran, dass Politiker dieses Netz nicht verstehen.